Hat es wirklich sein müssen, das, was wir da hören, dessen Zeugen wir in dieser Stunde sind? Gab es keinen anderen Weg, wenn wir als Christen davon sprechen, dass es um die Erlösung geht? Geht es vielleicht nicht ein bisschen einfacher, ein wenig weniger grausam? Wie leicht hätten wir es dann als Christen heute? Wir könnten das Evangelium viel leichter verkünden. Es gäbe nicht so viele Nachfragen mit all diesen merkwürdigen Dingen, die wir da hören, von Folter, von Blut. Und mitten in diesen Fragen, die wir da ansammeln, hören, die wir uns manchmal selber stellen, immer auch die Frage nach Gott. Das Johannesevangelium, das wir jetzt in diesen Wochen immer wieder hören und dessen Verlauf wir folgen, gibt uns eine ganz große Linie vor. Wir erinnern uns vielleicht das, was wir Weihnachten in der dritten Messe hören, diesen Eröffnungshymnus dieses Evangeliums. Gott selber kommt in sein Eigentum. Es ist seine Welt. Ohne ihn gibt es diese Welt nicht. Er gibt ihr alles, auch die Freiheit. Aber diese Welt will, so wie ist, wie sie ist, auch aufgrund ihrer Freiheit, von ihrem Ursprung, ihrem Herkommen, nichts mehr wissen. Sie macht ihre eigenen Rechnungen auf. Das, was wir Erlösung in Jesus Christus nennen mit diesem großen Wort, ist so etwas wie ein Heimweg, der beginnt, indem Gott immer wieder zunächst als großes Exempel für alle verschiedenen Völker in Israel sein Volk bildet und es ruft. Die Propheten sprechen davon, dass dieses Volk gelockt wird mit allen möglichen Mitteln. Und sie stellen uns Gott vor als einen Liebhaber, der verrückt ist nach dieser Welt, nach seinem Volk, nach den Menschen, die seine Menschen sind. Wir, seine Menschen. Aber offenbar geht es nicht richtig. Wir hören das bei den Propheten. Immer wieder schickt er die Boten aus, auf sie hört man nicht. Am Ende, so sagt es Jesus selber in einer Gleichnisgeschichte vom Weinberg, schickt er den Sohn. Er kommt selber im Sohn und sagt, jetzt muss es gehen. Jetzt werden sie hören. Jetzt gibt es kein Ausweichen mehr. Und dann diese Tragödie, deren Zeuge wir gerade in der Passion geworden sind. So deutlich, wie der Evangelist Johannes das sagt. Das Volk Gottes, das Wort Gottes feiert, sagt angesichts des fleischgewordenen Wortes, wir haben ein Gesetz, wir haben ein Wort von Gott, nach diesem Wort muss der da sterben. Die Menschen, die stolz darauf sind, zu sagen, Gott ist unser König, sagen in dieser tragischen Stunde, wir haben keinen anderen König als den Kaiser von Rom. Hier kommt alles das ins Spiel, liebe Schwestern und Brüder, was wir gestern Abend schon hörten, unter den Stichworten von Verweigerung und Verrat. Und es gibt keinen Grund, mit dem Finger auf andere zu zeigen, denn all das lebt in uns selber. Und oft genug steht es in uns auf. Was ist die Reaktion Gottes? Wir tun das ja oft genug. Aber vielleicht ist es hilfreich, sich in dieser Stunde einmal zu fragen, was wäre eigentlich, wenn ich Gott wäre? Wie würde ich reagieren? Nach all diesen Zurückweisungen, nach all dem Verschmähtwerden, nach all dem Nichthören, nach all dem Nichtswissenwollen. Rückzug? Beleidigt sein? Sagen, dann lass sie doch machen. Lass sie doch vor die Hunde gehen. Sie wollen es offenbar nicht anders.
Aber mitten im Geschehen, liebe Schwestern und Brüder, und das ist das Besondere des Christentums, von Verweigerung und Verrat, nimmt Gott all das auf sich in der Person seines Sohnes und er trägt es bis zum bitteren Ende. Wir verkürzen diesen großen, langen Weg, den Weg der Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, sein Werben. Wir verkürzen das manchmal allzu sehr und sagen, Jesus ist geboren worden, damit er am Kreuz stirbt und dann erlöst er uns. Das ist ein bisschen schlicht. Das ist nicht die Geschichte der Menschheit und das ist nicht die Absicht Gottes. Es ist zu kurz. Wir könnten es einmal von der anderen Seite sehen. Wir könnten sagen, was wäre denn, wenn die Predigt Jesu, seine Verkündigung, das Reich Gottes ist euch nahe gekommen, Erfolg gehabt hätte. Wenn es viele Menschen gegeben hätte, die auf ihn hörten, dann wäre möglicherweise mitten in Israel, in diesem auserwählten Volk, etwas entstanden, was wirklich eine Stadt auf dem Berg ist. Ein Licht, das nicht unter dem Leuchter steht, sondern allen Menschen leuchtet. Aber wir wissen, dass dem nicht so war und dem bis heute so nicht ist. Gott ist kein Verdrängungskünstler wie wir. Gott stellt sich den Realitäten einer Welt, wie sie ist. Und er nimmt sie auf sich. Er weicht ihr nicht aus. Er macht sich nicht einfach eine andere, sondern er nimmt sie in ihrer Freiheit bis hinein in ihre Verdorbenheit, so wie sie ist. Er nimmt uns so, wie wir sind. Und er führt uns einen Weg. Er zeigt uns in Jesus, wohin man kommt, wenn man konsequent seinen Weg geht, in dieser Welt, so wie sie ist. Und der archimedische Punkt, an den wir gelangen, ist das Kreuz. Ist jener Punkt auf Golgotha, von dem die Alten sagten, es ist die Mitte der Welt. Es ist wirklich Mitte der Welt. Weil wenn wir es annehmen, wird dieser Mittelpunkt der Welt zu einem Wendepunkt. Wie oft haben wir an den Sonntagen der 40-Tage-Zeit gesungen, hilf uns, dass wir den Übergang bestehen. Das ist die Einordnung in diesen großen Weg, den uns das Johannesevangelium zeigt. Der Heimweg zu Gott. Es gibt keinen Umweg und keinen Ausweg. Er führt in der Spur Jesu nach Golgotha. Aber dieses Golgotha wird zum Wendepunkt dieser Welt. Wenn wir jetzt einzeln verehrend vor das Kreuz treten, dann erkennen wir dies? Wir hören neu die Einladung Gottes an uns. Kommt heim. Kommt zurück in die Welt, wie ich sie gedacht habe. Lasst alle Verweigerung und allen Verrat. Bleibt in dieser Spur. Nehmt diesen Wendepunkt der Geschichte an. Und ihr werdet das Ziel eures Lebens nicht verfehlen. Gelingendes, bleibendes Leben.